Wir sind hier im Garten deiner Eltern in Gießen. Die Nationalmannschaft des Jahres 2012 war und ist hier zu Gast. Ihr feiert den Goldmedaillengewinn. Wie kam es eigentlich zu dem Event? Wessen Idee war das? Marina und ich haben beim Trainerlehrgang vor ein paar Wochen in Frankfurt abends zusammengesessen, haben überlegt, ja, schon wieder 10 Jahre her London und es gibt so viele tolle Erinnerungen und das muss doch eigentlich ein bisschen gefeiert werden. Und dann, ja, haben wir alle mal angefragt und eingeladen heute. Sind auch alle gekommen, bis auf 2? Ja, 2 sind leider nicht dabei, weil sie entweder im Urlaub sind oder Edina Müller ist in München bei den European Games. Genau, und deswegen konnten die beide leider nicht kommen, aber alle anderen waren heute hier. Ja, wie waren so die Reaktionen auf deine Einladung? Also wir haben ja gerade gehört, 2 konnten jetzt terminlich, jetzt sind alle gekommen. Was haben die Mädels gesagt? Die haben sich alle super gefreut. Die haben gesagt, super Idee und wir kommen sehr gerne. Und ja, ich habe mich auch gefreut, dass so viele zugesagt haben. Ist ja auch sehr emotional, diese Goldmedaille. 2008 habt ihr es ja am Netz geschafft. Da ist in Anführungszeichen nur die Silbermedaille rausgesprungen. Was sind so die Dinge, an die du dich erinnerst, die du verbindest mit London? Gibt es da so 2, 3 Momente, die du auch ja, den Enkelkindern sozusagen, den Neffen erzählst? Da gibt es bestimmt ganz, ganz viele. Aber ganz besonders war die Stimmung vor Ort in London. Die war irgendwie atemberaubend. Ich kann mich an das Viertelfinale gegen GB erinnern. Da hat man sein eigenes Wort auf dem Feld nicht verstanden, weil es einfach so laut in der Halle war. Das Finale war unglaublich. Die Stimmung, das war Gänsehautatmosphäre. Und ich glaube, der schönste Moment war die Siegerehrung. Ja. Also die Nationalhymne zu hören, kannst du das so ein bisschen beschreiben, was da in einem vorgeht? Also man kennt das ja noch aus der Schule oder aus Filmen, ne? Aufstehen, Flagge und so weiter. Was war das so? Was ist da in dir vorgegangen? Ich glaube, da gehen 1000 Gedanken durch den Kopf irgendwie. Die ganze Arbeit und Mühe, die man da reingesteckt hat, die ganzen Entbehrungen. Da wurde man einfach belohnt und dass man das geschafft hat, das war irgendwie ein überwältigendes Gefühl. Und ja, ich denke total gerne daran zurück. Und als wir heute die Fotobücher angeschaut haben von damals, hat auch jeder gesagt, oh, das ist unser Lieblingsbild, das war der Siegerehrung, wo wir da alle irgendwie Nationalhymne singen und ganz stolz sind und Freudentränen in den Augen haben. Und ja, ich glaube, daran erinnert sich jeder. Gibt es auch irgendwas außerhalb des Platzes, wo du noch sagst, neben den Zuschauern und natürlich den sportlichen Elementen, wo du sagst, ah, das war richtig schön? Also viele Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, die schon bei einigen Paralympics waren, haben gesagt, so London waren die Paralympics schlechthin. Jetzt vom professionellen Auftreten, vom Zuschauervolumen, kannst du das unterschreiben? Definitiv, ja. Also ich habe 3 Spiele mitgemacht und alle waren komplett unterschiedlich, aber London war wirklich einmalig, also auf seine Art und Weise. Was aber auch noch super schön war, also überall waren Familien und Freunde da, aber in London waren irgendwie besonders viele Familien und Freunde da. Und als wir nach der Goldmedaille, nach dem Gewinn dann aus der Halle rausgekommen sind und alle draußen auf uns gewartet haben, und das war auch so ein ganz, ganz besonderer Moment, ja. Du und auch die anderen Spielerinnen, aber auch Spieler, habe ich immer kennengelernt, sind ja sehr bescheiden. Aber ist es nicht auch, dass, wenn du irgendwo vorgestellt wirst oder du machst ja auch viel mit jungen Menschen und du dann angekündigt wirst als Paralympicsiegerin, dass dann immer trotzdem so ein Stolz hochkommt oder so ein gewisses Gefühl auch? Ich freue mich natürlich, dass wir als Vorbild jetzt irgendwie gelten. Jeder erinnert sich an die Goldmedaille, an die Silbernen, die haben die meisten schon wieder vergessen. Aber wenn man gewinnt, da erinnert man sich einfach dran und das macht einen schon ein bisschen stolz. Aber ich glaube, es ist für Nachwuchs auch wichtig, dass es die Erfolge damals gab, dass das in Zukunft hoffentlich bald wieder erreicht werden kann, ja. Gibt es bei dir eigentlich noch was anderes außer Basketball? Also ich weiß ja, wenn du nicht gerade mit dem bayerischen Landeskader, Sebastian Gilch und den anderen am Start und am Rühren bist du auch hier in Gießen, deiner Heimat, sehr, sehr verbunden, machst Kampfgericht. Was macht Gesche Schünemann, wenn sie keinen Basketball macht? Ja, ich habe aufgehört, um einfach mehr Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen, was man 10 Jahre in meiner Zeit eben als Nationalspielerin nicht machen konnte. Und ich fahre viel in Urlaub, ich genieße einfach meine freien Wochenenden. Ich mache genau das am Wochenende, wozu ich Lust habe und habe keine anderen Verpflichtungen und ja, verbringe einfach ganz, ganz viel Zeit mit Familie vor allem und Freunden. Ja, Uli und ich durften dich auch das ein oder andere Mal schon besuchen in Lorbach oder sonst wo ihr seid mit dem bayerischen Landeskader. Was macht dir besonders Spaß, wenn du jetzt ja mit den ganzen Nachwuchskräften arbeitest? Was sind so ja, die Gesche Schünemann-Gene, die du weitergeben willst? Also mir hat schon immer Spaß gehabt, macht mit Jugendlichen und Kindern zu arbeiten. Noch im Fußgängerbasketball damals habe ich hier eine U8, U10 trainiert und mir macht es einfach Spaß, jungen Leuten irgendwie Sachen zu zeigen und sie weiterzuentwickeln. Und wenn man dann die Erfolge peu à peu sieht, wie sie sich weiterentwickeln und verbessern, und das macht mir am meisten Spaß. Ja. Fertige Spieler, das kann jeder, aber junge Spieler weiterentwickeln, das, ja, da geht mein Herz auf, ja.
Ja, wenn wir dann zum 25-jährigen Jubiläum entweder hier in Gießen oder sonst wo auf der Welt zusammenkommen, Uli netterweise Fotos macht und auch Interviews aufnimmst, was wird Gesche Schünemann dann gemacht haben im Rollstuhlbasketball? Ich werde mich hoffentlich weiter um den Nachwuchs gekümmert haben. Ich habe jetzt auch endlich meine Trainerlizenz gemacht, ja, und es hat super viel Spaß gemacht, übrigens mit den ganzen ehemaligen Spielern, aktuellen Nationalspielern da ein Wochenende zusammen in Frankfurt zu verbringen. Und ja, ich werde hoffentlich weiter im Rollstuhlbasketball irgendwie den Nachwuchs weiterentwickeln und dann die Spieler, die jetzt gerade nachkommen, irgendwie dann Erfolge feiern sehen. Gesche, vielen Dank. Super, vielen Dank. Danke.